Die B105. Tourismusstraße zum Traumurlaub oder einfach nur Stressfaktor? Rund 80 Kilometer zwischen Rostock und Stralsund. Also Segen und Fluch, beides ist es. Die Straße, Segen und Fluch. Aber ich glaube, da kommen die Leute sich ehrlich gesagt verscheißert vor. Direkt an der B105 zwischen Weihnachtsbäumen, Blechlawinen und Baustellen rollt auch das Geschäft. Und so ist das hier schon quasi historischer Boden. Kultur. Bisschen wie Wiener, nur dicker. Ja, ja. Und das ist eben der direkte Weg nach Straßburg. Straßburg, wo bin ich denn? Nach Stralsund. Dann macht man schöne Filme. Los geht's. Mit dem Start in Rostock-Schutow. Mit der Kleingartenanlage direkt an der Bundesstraße 105. Seit Anfang der 60er Jahre hat hier Irmgard Kleis eine Parzelle. In der ersten Reihe zur Straße. Damals war hier kaum Verkehr. Jetzt fahren hier täglich mehr als 10.000 Autos und Lkw vorbei. Hören tun wir es, wenn man kein Auto fährt. Dann denkt man, was ist nun los? Vogelzwitschern mit Straßensound. Nee, da hängt man schon dran, wenn man den Garten so viele Jahre hat. Dann kann man nicht die Tür zuschließen und weggehen. Ja, das ist für mich Erholung. Ganz anders für Tochter Gerlinde Hölzel. Sie kommt nur her, um ihrer 90-jährigen Mutter zu helfen. Also mich stört's. Ich habe früher Intensivmedizin gearbeitet. Dann müssen sie auf Geräte, auf alles hören. Also mich stört's. Aber man kann es ja nicht ändern. Nein, und die Straße kann man ja auch nicht verlegen. Was soll man machen? Und Berufsverkehr ist Berufsverkehr und Urlaubszeit merken sie auch. Ne? Ein Vorteil für Irmgard Kleis. Der Weg zum Bus, nur 2 Minuten. 156 Parzellen hat die Kleingartenanlage an der B105. Und es gibt das Gartencafé. Der Renner hier, deftiges Essen und Fassbier. Ne, die Jungs, mal das Bier ab für Werner. Vor 14 Jahren hat Remo Herbst sein Gartencafé eröffnet, was eigentlich nie so richtig Café war. Gartencafé, das ist ein Laden, ja, das ist eigentlich eine Kneipe. Remo Herbst liebt alte Uhren. Für zu Hause wurde seine Sammlung zu groß, also brachte er sie hierher. Und immer mal wieder bekommt er auch eine von seinen Gästen geschenkt. Mittlerweile, glaube ich, sind es über 80 Uhren. Aber mein Hauptthema sollen eigentlich gar nicht die Uhren sein, sondern wir haben uns auf das Thema Rostock ein bisschen Stadtgeschichte so ein bisschen eingetrimmt, so wie wir haben richtig viele Ölbilder, original gemalte Ölbilder. Und ein sogenanntes Rostock-Zimmer hat er hier eingerichtet. Hier war ein Gast mal, ein Herr Olerich, der vielleicht bekannt von der Brauerei Mahn und Olerich. Und der fand diese Idee gut mit diesem Rostock-Zimmer und von dem bekam ich dann viel Bildmaterial, privates Bildmaterial, ich glaube über 80 Bilder. Und die Gäste freuen sich jedenfalls immer, wenn da ein aktives Bild von Rostock ist. Beliebt vor allem bei Firmen- und Familienfeiern. Heute spielt sich aber alles draußen ab. Die Gewerkschaft der Lokführer ist zu Gast. Und immer wieder Stammkunden. Und die Portugiesen gegen Frankreich. Alfons Spieß und Werner Goldberg sind heute da. Ich verfolge ja auch alle Spiele. Ja. Zu Beginn habe ich den Italiener mir nicht gefallen. Italiener sind und für mich mit die Stärksten. In Deutschland, das erste, was ich war, das ist das schönste Spiel in der ganzen Zeit. Und ich freue mich, wenn ich hier manchmal Kumpels treffe. Wir haben auch schon Veranstaltungen gemacht hier. Wir haben meinen 80. Geburtstag haben wir hier gefeiert. Das war übrigens vor 11 Jahren. Wer einmal den Weg hierher gefunden hat, der kommt wieder, weiß der Wirt. Die laute B105, nur Nebensache. Die hungrigsten Seelen kommen zuerst. Teller nehmen, Kartoffeln da drauf. Super. Soßen sind da und dann ansagen Wurst oder ein Steak. Ja, ein bisschen Fleisch. Ja, gerne doch. Von der Kleingartenanlage geht es weiter auf der B105, Richtung Innenstadt, vorbei am Rostocker Stadthafen.
Mit erster Reihe Blick auf die Warnow sind sie gestern hier angekommen. Alexander und Clara aus Bayern. Den Campingbus haben sie von ihren Eltern geliehen. Let's go. Ihr Bett unterm Dach haben sie immer dabei. Die Nacht am Parkplatz wieder verbracht und vom Sonnenschein geweckt worden. Und jetzt geht's los Richtung Stralsund und Rügen. Dann auf der B105. So. Clara ist Bauleiterin. Alexander studiert noch Wirtschaft. Sie probieren es mit der Variante Early Bird. Also früh losfahren, um noch gut durchzukommen. Zum ersten Mal so weit im Norden. Meine Eltern waren vor 6 Jahren hier und haben auch mit dem Wohnmobil die Reise gemacht und haben gemeint, das ist mega schön und wir müssen das unbedingt machen. Und deswegen haben wir jetzt auch die Route so gewählt. Und ja, natürlich freue ich mich auf Rügen. Ja, es war eine bewusste Entscheidung. Wir wollten einfach ein bisschen was von der Gegend hier sehen. Ich meine, wenn man auf der Autobahn fährt, klar ist man vielleicht 10, 15 Minuten schneller, aber es geht halt so viel verloren, was man Eindrücke gewinnen kann von der Gegend hier. Und ja, mein Gott. Vielleicht hätten sie noch früher aufstehen sollen. Naja. Wir haben ja Zeit. Mehr von der Landschaft, ne? Ja, mal Bock auf eine richtig krasse Bockwurst. Du? Mhm, ja. Ja, super. Übrigens feiern sie heute ihren ersten Jahrestag. Hinter ihnen sind jetzt die Brandenburger und Berliner. Da haben die Ferien gerade begonnen. Stau gibt's hier im Sommer an jedem Wochenende. Das nervt die Anwohner genauso wie die Geschäftsleute und Urlauber. Alexander und Clara sind da schon weiter. Oh Gott, da kriegen wir keinen Platz. Schwierig, ja. Boxenstopp. Und da war ja noch was. Und dann kriegen wir bitte noch 2 Bockwürste. 28,26. Mehrere hundert Bockwürste gehen hier am Tag über die Theke. Für viele Kunden ein ganz normaler Benzol-Snack. Für die beiden das erste Mal. Wie eine bayerische Weißwurst schmecken die aber nicht, oder? Nee. Das ist was anderes. Aber ist gut. Also gibt es bei uns jetzt nicht so regelmäßig zum Frühstück. Da ist dann doch eher die Weißwurst. Nee, das auch nicht, aber. Bisschen wie Wiener, nur dicker. Ja, ja. Mit dieser Erfahrung geht's weiter auf die B105, über Stralsund nach Rügen. Es bleibt immer wieder Zeit zum Landschaft gucken. Elf Minuten weiter liegt Altheide, direkt an der Bundesstraße. Ein staatlich anerkannter Erholungsort. So meint es zumindest das Ortsschild. Jahrelang hatte Mike Wrag hier eine Fischräucherei. Jetzt hat er zusammen mit seiner Frau eine Katzenpension. Ihre Kunden machen Urlaub auf Kreta oder Rügen. Ihre Katzen machen so lange Urlaub im Erholungsort Altheide. Frühstücksbuffet auch für den neuen Gast. Eddie. British Kurzhaardame Katie. Aber sie lässt sich anfassen und sie blinzelt auch. Also sie kommuniziert mit mir. Das bedeutet, wenn sie blinzelt, dass sie sagt, ich tu dir nichts, tu du mir auch nichts. Katie wird bald die Tasche verlassen und die anderen Katzen beschnuppern. Da ist sich Mike Wrag sicher. Bald 10 Jahre leben sie hier an der Bundesstraße. Schön, ne? Schöne Farbe. Schön schlank.
ist ein Handicap, und also Segen und Fluch. Beides ist es. Die Straße, Segen und Fluch. Und wenn man hier sitzt und man will grillen und da fährt erst ein riesen Traktor vorbei, der einen Haufen leer macht, und danach drei Motorräder mit irgendwelchen, also so eine Joghurtbecher, die kreischen hier rum und die fahren zu schnell natürlich, genau wie viele andere auch, also das ist nicht schön an der 105. Die Katzen scheint der Straßenverkehr nicht zu stören. Alle wohnen in einem 150 Quadratmeter großen Gehege. Das Konzept von Silvia. Die kannst du nicht einfach 14 Tage in einen Raum sperren und füttern und denken, das ist ja kein Gegenstand. Die müssen ja, sie leben ja in Gruppen. Und falls jemand sein Tier aus dem Urlaub sehen will, ist das auch kein Problem. Videokonferenz mit Findi. Na, Findi, wie geht's dir? Ja, glücklich und zufrieden, ne? Ja, ich glaube, ja, er zeigt, wie es ihm geht, ne? Ja, man merkt's ja. Ja. Glücklich. Schön. Und ein Unterhaltungsprogramm gibt's ab und zu auch noch. Das sind doch mit den Hühnern, das hat am besten geklappt, weil, naja, eins ist auch Fakt. Katzen fangen Vögel. Und wenn man die so eine großen Vögel sehen, ne, das ist natürlich. Naja. Von Silvis Katzenpension in Altheide geht es weiter Richtung Ribnitz-Dammgarten. Die Ampelanlage im Luftkurort lässt die Anreise für Urlauber auf bis zu 45 Minuten anschwellen. Dabei ist die nächste Herausforderung nur 10 Kilometer oder 10 Minuten entfernt. Läuft es dann erstmal, passiert das. Passt. Kann losgehen. 10 Uhr. Polizeihauptmeister Mirko Schiestock und Polizeihauptmeisterin Ina Brandt. Geschwindigkeitskontrollen an der B105 gehören für sie zum Alltag. Vorgeschrieben sind 50. Es sind einige wenige, die schlagen über die Stränge, und die versuchen wir eben hier zu erwischen. Vielleicht den. Nein, auch nicht. Alles im grünen Bereich soweit. Nach einer Stunde noch keine Raser erwischt. Ortswechsel. Polizeikommissaranwärterin Sarah und Polizeiobermeister Tom Ott. Zur selben Zeit 18 Kilometer weiter nördlich in Löbnitz. Der Ort liegt direkt an der B105. Immer wieder hatten sich Anwohner über Feierabendflitzer beschwert. Um 11.30 Uhr lässt das Team die Kelle sprechen. Wir führen die Geschwindigkeitsmessungen durch und haben sie mit 66 km/h eingemessen. 3 km Toleranzbereich abgezogen, macht es 63 km/h in der 50er-Zone, sind 13 km/h zu viel. Das würde 25 Euro kosten. Ich bekomme dann einmal von Ihnen Blitzerpech für Peter Wittek, Urlauber aus Düsseldorf. Klar, ich habe das Ortseingangsschild gesehen, aber ich realisiert, dass das Tempo 50 ist. Da. Ja. Manchmal ist es auch Tempo 60 oder 70 hier auf der Strecke, und da wir ortsfremd sind, passiert das halt. Ja, mein Gott, das ist ja meine eigene Schuld. Völlig okay, 25 Euro, gut. Wieder zurück zum Leserteam bei Ribnitz-Dammgarten. 12 Uhr, High Noon. Immer noch kein einziger Schnellfahrer für den Polizeihauptmeister. Es ist schon so, dass es langweilig wird. Wenn sie nun gar nichts haben, wird es langweilig. Man steht hier rum, ne? Die Zeit vergeht natürlich schneller, wenn man Leute hat. Ne? Und in Löbnitz? Hier ist ein Auto aus Schwerin aufgefallen. Für Dominik Ulbricht beginnt die Suche nach der erste Hilfe. Ja. Notfall. Ausrüstung. Nö. Warnweste haben Sie die auch dabei? Ja, super. Gut. Danke, dann haben wir alles soweit vollständig. Nö, wahrscheinlich allgemeine Verkehrskontrolle. Ich fahre immer ordentlich, deswegen. Ja, ich bin zwar 23, 5 Jahre Führerschein, noch nicht geblitzt, deswegen. 13 Uhr. Längst hat sich der Polizeieinsatz auch bei der benachbarten Kita rumgesprochen. 42 Kinder sind bei den Stoppelhopsern.
Und diese Bilder von der Bundesstraße 105 kennen Sie dort. 8 Unfälle mit 3 Verletzten seit 2016. Auch Todesfälle hat es auf der Strecke schon gegeben. Das weiß auch Kita-Mitarbeiter David Jager. Diejenigen, die sich da drüber ärgern und da zu schnell unterwegs sind, die sind aus meiner Sicht werden da zu Recht ausgeholt. Ne? Ja. Und wie gesagt, wer an der Kita zu schnell fährt, ich meine, Eile und Kita, das passt irgendwo nicht zusammen. Und ich habe selber eine kleine Tochter, die kommt jetzt bald in die Kita in 2-3 Monaten. Und ja, das passt nicht zusammen, kein Fall. 14 Uhr, zurück nach Ribnitz-Damgarten. 4 Stunden Arbeit, kein Verstoß. Es gäbe da einen Weg. Man könnte natürlich das Gerät auch so einstellen, dass es quasi, dass wir auch die Leute anhalten, die meinetwegen nur 60 fahren, ziehen dann unsere 3 km/h Toleranz ab und sind bei 57. Aber ich glaube, da kommen die Leute sich ehrlich gesagt verscheißert vor und das wollen wir uns hier nicht antun. Am Ende keinen geblitzt, aber jede Menge Aufmerksamkeit. Teilziel erreicht. 3,6 Millionen Fahrzeuge nutzen jährlich die B105 und kommen dann auch nach Wiebkenhagen, auf der Hälfte der Strecke zwischen Rostock und Stralsund. Der Ort hat rund 160 Einwohner und einen großen Arbeitgeber, die Weihnachtsbaumschule. Der Sommer ist Hochzeit für Ole und 9 weitere Mitarbeiter. Nordmann-Tannen trimmen. Sonst würde die Krone jetzt 2 cm pro Tag wachsen. Ja, gut. Die Bäume sind ja, ne? Gute Bäume. Ja. Fehlen nicht so viele Spitzen. Ne? Nicht so schlimm. Ich rolle die Spitzen, damit sie nicht zu lang werden. Die Bäume werden dadurch in der Wachstum gehemmt und wachsen eben nicht zu hoch in den Himmel. 100.000 Lametta-Tannen. Was der Wachstumshemmer für die Spitzen ist, ist Schnippschnapp für das Baumkleid darunter. Kutschki-Kutschki nennen es die Damen, wenn sie den Baum in Form knipsen. Eine davon ist Aga aus Polen. Seit 5 Jahren bringt sie mitten im Sommer den Schnitt in die Weihnachtsbäume. Kutschki-Kutschki. Kutschki, kutschki. Ja, kutschki, kutschki, gut. Perfekt, ideal. Ja, schnell, schnell. Chef Frank Lindner hat bei der Aufzucht Probleme von oben. Wie man jetzt vielleicht auch hier hört, sind ja hier sehr viele Vögel, Singvögel, auch größere Vögel teilweise, also Tauben, Bussard und so weiter und so fort. Und wenn die sich dann hier raufsetzen, auf diese Spitze, jetzt sind die schon... Jetzt ist es schon ziemlich stabil, das geht jetzt schon. Ja, aber wenn die noch so klein sind, dann brechen die ab. Und dann war es das. Ja, also da ist dann Weihnachtsbaum ohne Spitze schwierig zu verkaufen. Aber eins braucht er nicht zu fürchten. Trockenheit. Die Nordmann-Tanne ist ein Tiefwurzler. Holt sich das Wasser weit von unten. Ich sage immer zu den Leuten, weil oft kommen ja auch welche, die sagen, die möchten sich einen ausgraben. Ich sage, ja, dann muss er tief graben. Alles, was oben rausguckt, guckt doch unten in die Erde rein, so ungefähr. Also dieser Baum hat bestimmt eine Wurzel, die über 1 Meter in die Erde reingeht. 1,50 vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Doch das gilt nicht für die Tannenbaum-Kita. Wer hier braune Stellen ansetzt, ist dem Verdursten ausgesetzt. Die Weihnachtsbaum-Minis brauchen 6 Jahre, bis sie 1,25 Meter erreicht haben. Die hier sind 4 Jahre alt. An die Tannenbaumschule schmiegt sich das Mehrgenerationenhaus der Eigentümerfamilie. Direkt an der B105. Hier wohnt seit 60 Jahren auch Urgroßmutter Anni Weißhahn. Die 87-Jährige hat gerade Besuch von ihrer Enkelin. Gekocht wird Erdbeermarmelade. Doch, ich höre die. Ich habe sie gehört. Ich habe ja vorhin die Erdbeeren draußen auf der Terrasse sauber gepult. Und da habe ich so gedacht, ja, die Straße ist da, ne? Ja. Also wenn ich meine höre. Höre ich schon, ne? Ja. Ja. Das halten Sie hier auf der Terrasse nicht aus. So laut ist das. Die nehme ich immer raus. Wenn die Autos einem vorbeifahren, da denkst du ja, der fährt dich um. Und diese Motorräder, die sind ja, also die müsste man eigentlich abschaffen. Die sind unmöglich. Die fahren hier, als ob die, wir sagen jedes Mal, aha, Organspende. Ja, und hier ist meine Terrasse. Und dann bin ich da. Ja, ich hab da so eine schöne Sitzecke, da in der Ecke. Eine Sitzecke mit der Bundesstraße im Rücken. Man hat sich ja auch irgendwie mit der Lebensader arrangiert.
Von der Baumschule mit Bundesstraßenflair weiter Richtung Stralsund. 5 Kilometer Richtung Osten. Der Verkehr wird zähflüssig. Warum das so ist, weiß er, Olaf Mertsch vom Straßenbauamt. Baustellen soll es in der Urlaubszeit hier eigentlich nicht mehr geben. Wir sind halt Tourismusland Nummer 1 hier im Norden hier oben und wollen natürlich die Hauptreisestrecken weitestgehend freihalten. Das lässt sich zwar nicht immer umsetzen, weil bauen müssen wir nebenbei auch noch. Aber zumindest dann in den Zeiten, wo Anreise, Abreiseverkehr ist. Aber ein Verkehrshindernis gibt es dann doch. Und in dem Fall ist es ja auch keine Vollsperrung, sondern nur eine halbseitige Sperrung, sodass also der Verkehr trotz alledem ja noch rollen kann. Also von daher geht es eigentlich. Zumindest eingeschränkt. Jetzt stehen wir an der Baustellenampel. Die Straße ist einseitig gesperrt. Mertsch will sich ein Bild machen. Er hat diese Baustelle genehmigt. Es wird aber nicht auf der B105 gebaut, sondern daneben. Breitbandausbau. 2 Kilometer Kabel schaffen die Männer in der Woche. Baustopp ist am Wochenende, aber eben nicht jetzt. Bauleiter Kenny Iwanski muss sich mit allem rumschlagen. Baulärm, Straßenlärm und mit den Launen der Autofahrer. Ja, also wir kriegen ja keine Fingerzeige oder winkenden Arme aus dem Fenster, das funktioniert schon. Hupen sind auch sehr wenig, also wir haben schon schlimmere Strecken erlebt. Im Oktober soll alles fertig sein. Wer die einzige Baustelle an der B105 hinter sich lässt, hat bereits 65 Kilometer von Rostock aus geschafft. Der Verkehr läuft flüssiger. Aber das Ortsschild sollte man nur langsam passieren. Sonst verpasst man die Unterkunft. Das Restaurant Hotel Carmina am See. Den Namen bekam das Etablissement durch diesen grünen Teppich. Kein Kunstrasenplatz, sondern der See. Zeit für die Vorbereitungen im Restaurant. Alois Brands leitet das Haus seit 30 Jahren. Der See bedeckt mit Entenflott, das Hotelrestaurant direkt an der B105. Im Moment dann schon mal Fluch, ja. Aber man nennt das auch verkehrsgünstige Lage. Ich habe viele Gäste, die fragen, ist die Straße laut? Und ich sage immer, ich höre immer, die Straße ist ganz leise. Es sind die Autos, die darauf fahren, die den Krach machen ab und an. Und nachts ist aber auch ruhiger da. Das ist ein künstlich angelegter Park von Peter Josef Lenné, bekannt als einer der größten Gartenbauarchitekten seiner Zeit. Und der hat hier eine parkähnliche Landschaft konstruiert mit über 430 verschiedenen Baum- und Gehölzsorten. Direkt gibt es kein einziges Zimmer zu 105. Also es gibt die Zimmer zur See, zur Seeseite, das sind fast alles Doppelzimmer. Und die Einzelzimmer sind mehr oder weniger extra zum Parkplatz raus, damit die Geschäftsreisenden auch immer ihr Auto im Blick haben. Es wird voll heute. 23 Zimmer belegt, plus Anmeldungen fürs Abendessen. Ja, es ist unbestreitlich, wieder Gäste zu haben und vor allen Dingen, dass auch auf dem Konto was passiert, für das man selber gearbeitet hat. Jeder Keller hier bei uns hat seine persönliche Signatur. Ja, zur Weltmeisterschaft machen wir dann Schwarz-Rot-Gold oder so, aber nur wenn Deutschland gut spielt. Ich bin halt schwarz, ja. Trauer haben wir genug gehabt in letzter Zeit. Das Thema Fußball vertieft man zurzeit am besten nicht mit dem Chef. Romantik und B105, geht das? Gäste aus Brandenburg und Niederbayern sitzen im gleichen Ambiente. Die erste Nacht vielleicht ein bisschen, aber dann gewöhnt man sich so schnell dran. Dass die Straße jetzt so dicht dran ist, das war jetzt nicht so. Aber also. Ja, man sieht sie ja. Aber also es ist ja schön. Also man sitzt ja hier auch ganz toll. Aber wir hatten halt vorhin auch schon, ist ja recht idyllisch hier. Bärbel und Hans haben bereits über 1000 Kilometer in den Beinen. Das wird nichts. Sie kommen aus Dortmund. Jetzt haben sie noch 800 Kilometer vor sich. Ihre nächste Etappe führt sie auch über die B105.
nach Rügen, nach Alt-Redewitz fahren wir jetzt noch. Das sind so 80, 85 Kilometer. Die machen wir auf eine Backe und dann ist das kein Problem. Die Autofahrer, die rasen, wie bekloppt, überholen auch, obwohl man da als Radfahrer am Rand herfährt. Also es ist ganz, ganz gefährlich, ganz, ganz furchtbar. Und man hat hier außerhalb der 105 für Fahrräder keine Ausweichstrecken. Ist zwar nur ein kurzes Stück, aber das ist ein Babonspiel. Also kommt gut hin, ne? Tschüss. Tschüss. Also müssen die beiden noch hier durch. Ohne Radweg, bei erlaubten 100 km/h. Und 13 Minuten vom Hotel entfernt gibt es noch einen See, den Püttersee. Ein kleines Paradies, gleich neben der Blechlawine auf der B105, kurz vor Stralsund. Immerhin 5 Fußballfelder groß hat er es zum Naturschutzgebiet geschafft. Eine Badestelle gibt es hier. Obwohl Familie Klug gleich um die Ecke wohnt, sind sie in diesem Jahr zum ersten Mal am See. Vater Stefan mit Tochter Romy und Badenixe Mutter Sylvie. Nee, sonst gehen wir an der Ostsee, aber das ist zu überlaufen jetzt. Haben wir keine Lust drauf, deswegen hier. Wir haben es ja nur 2 Minuten hier, ne? Ja, schön hier, ne? Das findet auch Peter Vorschammer. Er ist Verwaltungschef der Gemeinde Niepas. Der See liegt in seinem Aufgabenbereich und auf seinem Arbeitsweg. Meistens ist er sowieso mit dem Fahrrad unterwegs. Straßenlärm und Stau stören ihn nicht. Gut, ein bisschen die Autos, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Thema. Und wenn man schwimmt, sowieso nicht. Also man plätschert das Wasser, man schwimmt hier von Seerosen gesäumt auf den See raus, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat um die Insel herum. Das ist echt herrlich. Ja. Für mich ist das einer der schönsten Plätze Mecklenburg-Vorpommerns. Gut, alles Gute, mach's gut. Tschüss. Von Rostock nach Stralsund. Die Lebensader B105. Die einen ärgern sich von Stau zu Stau, die anderen finden Sehnsuchtsorte.